Guten Abend. Erstmal wollte ich natürlich gratulieren mit 3 Punkten, verdiente Sieg. Natürlich Fußball, das ist so eine Sache, wo wir haben das nicht vorgenommen, das kommt oder selbst läuft bei uns, wird nach dem unsere 4-0 gegen Paderborn und so weiter. Das ist, wir sind schon auswärts, spielen wir gegen eine sehr starke, wie heute oder wie letztes Spiel haben wir gesehen gegen Dortmund. Unser Gegner Frankfurt, Eintracht Frankfurt, und deswegen, wir waren nicht so naiv, wie man heute vielleicht uns gesehen, aber ich kann auch, wollte meine Jungs schützen, dass ich wollte nicht sagen, Fehlentscheidung oder noch was, aber ich glaube, das harte Entscheidung auf zweite Tor, das ist, ich glaube, das war Klickpunkt bei uns, wo wir haben schon, ich glaube, nicht so auf unsere Starke geglaubt und haben wir kein Mittel gefunden, die einfache Tore machen, sondern einfach die langen Bälle oder Standardsituation, das war schon nicht der Mittel. Und ich glaube, dass wenn beste Innenverteidiger geht raus, dann Torwart geht raus und das ist diese Pech, kann ich auch so sagen, dann kommt die Leute rein, wer hat nicht so viel früher gespielt oder kaum gespielt und ohne Spielpraxis und in solche Situationen. Und das ist uns bisher natürlich ja, nicht schlecht, sondern schwach gemacht. Ja. Und das ist echt nicht, dass wir hier nur auf 3 Punkte konzentriert, sondern wir wollen uns auch verbessern, nicht nur für dieses Spiel, sondern für Zukunft auch. Und auf diesen Grund bin ich ein bisschen frustriert, aber nochmal, wir wissen, dass wir nicht so weit sind und wir wissen, dass wir Defizite haben ohne Ende, zu Hause, junge Leute mit eigenem Publikum, dass es schon andere Spieler sind als auswärts. Jeder hat schon heute auch gemerkt, dass wie Levin, wie David Selke, die bemüht sich, klar, aber man braucht auch solche Sachen, was gehört zum Erfahrung. Aber Erfahrung kommt nur nach dem solchen Spiel. Und deswegen, wir sind im Prozess jetzt. Und das freue mich auch, dass die sind bei solchen Spielen, bei solchen Gegnern eine Klatsche gekriegt, richtig. Aber bin ich fest überzeugt, solche Leute, die sind schlau genug, die werden schon auch analysiert und nehmen diese Erfahrung mit. Und ich hoffe bald, dass uns die genauso die attraktive junger Spieler uns weiterhelfen. Und nochmal Gratulation für 3 Punkte. Wir versuchen, dass auf letzte 3 Spiele viel wie möglich Punkte mitnehmen und hoffen wir, dass in der Winterpause auf eine gute Vorbereitung für Rückrunde. Und wir wissen, dass es haben wir vielleicht 20 Spiele oder 19 Spiele noch und dass es wird nicht so einfach und bis zum Saisonende, wir sind in solcher Situation wie heute. Wir sind wieder im Abstiegsplatz stehen und Vorletzte. Und, aber trotzdem, das ist schon, wir haben keinen Abstieg, kein Abstand da richtig, sondern auch wenn du 2 Spiele gewinnst du zu Hause, das ist schon, kannst du rechnen ein bisschen was. Aber nochmal, das kommt trotzdem kein Selbst läuft es. Wir müssen Spiel zu Spiel. Und leider, dass es die verletzten Leute und ich hoffe, dass nicht so schlimm wird.